Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da ist ja wieder Monkey King LP wieder in der Runde von Cuphead. Und wie versprochen, werden wir direkt jetzt gegen den Drachen kämpfen. Gegen den Drachen himself. Und zwar, Ich werde mal den ich weiß nicht, ob ich den Roundabout versuche. Weißt du was, wir versuchen ihn einmal. Ich habe prinzipiell schon gute Sachen auch über gegen gehört. Oh Gott, übrigens nur so nebenbei, ich weiß schon viel über die Leute, also die Bosse und sowas. Level nicht so viel, aber zum Beispiel das weiß ich, dass es ziemlich... Der Drache ist einer der unbeliebtesten, habe ich schon gehört. Also, wuhu, freu, nicht? Und ich weiß übrigens fast nichts über die Sachen von ihm. Okay, das ist doof. Aber das Wanderbett ist ziemlich nice bei ihm. Weil man kann einfach, man kann einfach in irgendeine Richtung schießen und irgendwie wird es ihm schon treffen. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist der erste Boss, wo ich zuerst die Pattern lernen muss, wirklich, selbstständig. Oh mein Gott, sieht man den überhaupt, den Schwanz, wenn er da zuschlägt? Aber der Wanderbart ist ziemlich gut, weil dann kann ich einfach drauf los schießen. Oh mein Gott, okay. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde doch wieder auf den P-Shooter wechseln. Weil, wenn ich nach vorne schaue auf den Drachen und schieße, erreicht es ihm gerade knapp nicht. Und das ist genau das, was ich eigentlich gehofft hatte, dass es trifft. Weil genau das ist das, was ich gehofft hatte, dass ich einfach vorwärts schieße, ihn treffe, hintenwärts schieße, müsste ich an Urna rangehen und das zahlt sich nicht aus. So, schieße ich lieber mit meinem P-Shooter, mit meinem allseits beliebten. Oh mein Gott, war das gerade knapp. Ah Gott. Also, ja, ist ja klar. Oh mein Gott. Okay, das jetzt verstehe ich, warum die Leute ihn hassen. Weil das mit den Wolken ist einfach eher furchtbar. Okay, wir machen so Chaser an. Schießen einfach drauf los. Hoffen for the best. Oh, der Double Fireball. Ich glaube, wir sind in einer neuen Phase. Oh mein Gott. Jupp, ich glaube, die ist neu, die Phase. Oder? Nein, doch nicht. Oh, keine Ahnung. Okay, Chase ist gut. Chase ist the best hier. Okay, what? No little flames. No. Where? No. Whoa, das war knapp. No. Nein, ich hätte einfach nur stehen bleiben müssen. Wo waren wir denn? Wow, das war gut. Sieh dir Chaser an und es geht. Ich glaube, ich werde bei meinem Chaser bleiben einfach. Einfach nur ausweichen. Es ist keine Wolke in der Nähe. No, Kyongo Bongo. No. Oh mein Gott, Kyongo Bongo. Nicht jetzt, Kyongo Bongo. No, Kyongo Bongo. How could this happen to me? Mist. Und auch ziemlich unberechenbar, diese kleinen Flammen da. Hüe. Ah, manchmal echt. So, wir machen hier einen kurzen Schnitt, dann antworte ich Mr. Kyongo Bongo. Okay, Kyongo Bongo, no! Why are you doing that to me? Wow, wir sind schon in der Phase? Damn. Not this time, no. Okay. Oh mein Gott. Der Dampf killt mich. Der Dampf.
Falsche Seite gedasht. Oh Gott. Okay, gleich mal retryen wir das gleich mit einem HP in die letzte Phase. Ich muss die letzte Phase echt mit mehr kommen. Und einfach nur mit dem Chaser, einfach Chaser seine Arbeit machen lassen. Okay, man kann nicht auf der Zunge anscheinend stehen. Oh Gott. Diese kleinen blöden Flammen. Oh mein Gott, ich hätte fast in diese nächste Runde geschafft. Come on, das ist nicht dein Ernst. Gut, wenig bewegen heißt hier am besten einfach nur. Und nur schauen, dass man, falls einer davon jumpt, wie er jetzt. Oh Gott, ja. Hoppala. Nicht so weit unten stehen am besten. Das Problem ist an dieser Phase einfach, man muss sich auf alles konzentrieren. Man muss sich auf diese kleinen Flammen konzentrieren. Und aber auch gleichzeitig auf die Wolken, weil man halt keinen Boden hat. Man kann nicht auf der Zunge von ihm stehen. Und das ist echt ein bisschen nervig, warum man das nicht kann. Ich meine, es ist irgendwie verständlich, es sind lauter Flammen drauf, aber... Wie erkennt man, wo die hinspringen? Oh, letzte Phase mit einem HP-Punkt. Holy moly. Dude. Okay, oh Gott, was ist... Okay, that's new, okay. Das schreit schon richtig danach, ich bin echt blöd. Ich verstehe, warum die Leute ihn hassen. So, can you please die already? So. Kurze Pause, ich habe was... Ah, meine Augen kleben. Wie lange nehme ich den schon überhaupt auf? Erst 16 Minuten. Wow, das kommt mir schon vor wie eine kleine Ewigkeit. Machen wir kurz einen Schnitt wieder hier. Ah. Okay, 2 HP, letzte Phase. Ist nicht so schlecht. Er ist eigentlich nicht wirklich... Hat nicht viel Leben, aber er ist trotzdem einer der nervtötigsten. Okay. Jawohl. Oh mein Gott, ich drücke nach rechts, damit er auf die Wolke landet. Oh. Okay, also. Oh mein Gott. Ich glaube, der Chaser zahlt sich ja nicht aus, weil der ja unabsichtlich diese Kugel... Oh Gott, ja, wie soll ich das denn wissen, echt? Und wie knapp war ich vom Ende. Oh, es war schon zum Greifen. Na, oh mein Gott, super gut. Isn't that lovely? Okay, mein Handy vibriert jetzt auch noch auf einmal. Wer wagt es, den großen Zauberer von Ost zu stören? Oh. Okay, das, ja, er wird kurz warten können. Gut. Die Störung wird kurz warten können. Oh, wechseln. Okay. Achten darauf, wann sein komischer Kopf wechselt. Oh mein Gott! Okay, Ulti rein und hoffen, dass er stirbt. Ich war in der Ulti, wie gibt's das? Gut, kurze Denkpause, Trinkphase, Rückschreibphase. Und da bin ich jetzt auch schon wieder. So, sorry für die lange Unterbrechung, aber ich brauchte kurz 2-3 Minuten jetzt mal Ruhe von dem blöden Drachen. Oh nein, warum mache ich den Dash? Das wollte ich machen. Ah. Diese Kugeln, ich versuche nur auf ihn zu Ich war so knapp da an diesmal die Runde. Oh mein Gott. Okay. Gut. Fokus. Monkey. Fokus.
Focus the win, you know? Okay, coolio, coolio, cool, 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 cool. Yoink. Yes! Und gleich in die Phase, das ist geil. So. I hate that little flames. So. Ich frage mich aber echt, wie hätte man das mit einer anderen Waffe außer den Chaser machen können? So. Oh Gott. Okay. Cool, cool, cool. What the heck? Okay, wo ist dein Flammenwerfer? Dude. Okay, da kommt er, kommt er. Oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Damage raushauen, gut. Jetzt. Okay, hoffen aufs Beste. Yes! Ist mir egal, Greenscreen. Warum machst du das schon wieder? God damn you, Greenscreen. Du ruinierst mir meinen Sieg. Oh mein Gott, what a f***ing... Oh, jetzt habe ich geschimpft auch noch. Das heißt, Fluch entzensieren darf ich mich auch noch gleich bei dem Drachen. Holy moly, Macaroni, war der heftig gerade. Das Problem ist, wirklich an diesem Drachen ist nicht, dass er schwierig ist. Es ist nichts, dass er... stark ist oder so, dass er schwierige Phasen hat. Das Problem ist einfach, diese Wolken. Das ist das ganze Problem daran. Du hast halt diese Wolken, die irgendwie random spawnen und wenn du Pech hast, kannst du einfach gleich mal nur Blödsinn kriegen. So, jetzt habe ich alles erledigt in World 2. Gut, ich hätte gesagt, wir gehen direkt zu World 3, bevor wir diesen Part noch ändern. 40 Minuten Aufnahme insgesamt mit allen drumherum, Leute, falls das jemanden interessiert. Hey, Mr. King dies. Ein cooler Song, aber. Gave it to them steps, that's good. Got good to go on over the next island. Lots of fun times waiting for you there. Hahaha. Whoosh! Bye, Mr. King dies. Holy moly. The little marks have some fire in it. Say that much. They're making mincemeat out of them steps. You see, I know there was something special about these fellas. Well, don't be too sure just yet, boss. I think there's something fishy about these two. Don't blow your wig, guys. If these two little things try anything, I'll be waiting. Na dann, Mr. A. Good. Okay, viel Zeugs hier. Was ist das? Oh nein, das ist die Honey Queen. Hey, wer bist du? Arr, you're gonna need some tips if you want to kill all these diptos. Start by mixing up your weaponry. Can't expect all your arms to work the same on every foe. Mix and match, land, blobos. That's what I say. Das ist schön, das machen wir eigentlich auch schon die ganze Zeit. Also ist nicht so, als hätten wir das jetzt noch nie gemacht. Okay, das weiß ich, ist auch ein Boss. Das ist dieser Piraten-Honey. Okay. Gibt aber nur Honey und Pirat anscheinend, oder? Weil da komme ich eigentlich noch nicht durch. Sonst gibt es nichts. Aber, falsch. Ich hätte gesagt, ich mache auf jeden Fall heute hier einen Cut. Weil ich der Zars gerade nicht mehr. Ich hatte da so viele Versuche. Der Drache hat mich jetzt fertig gemacht. Ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal mit der Aufnahme dieses Video hier kurz einen Punkt. Ja, und ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wir sehen uns alle im nächsten Part, meine Freunde. Also, see ya!